Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Rise of the Tomb Raider. Wir sind so, wir gehen hier gerade aus dem Baba Yaga Wald raus. Ich gehe doch hier raus, oder? Irgendwo. Oh, was ist hier? Oh. Die Bauarbeiten am Schrein dauern an. Habe ich nicht gesehen? Wir haben beschlossen, unseren Schrein über dem Tal zu errichten. Hoch in den Klippen über dem Fluss. In den unteren Teilen des Tals, wo wir die Steine brechen, haben wir einen Aufzug konstruiert, um Fracht direkt zum Schrein zu bringen. Trotz all unseren Erfolges bisher kann ich die bösen Omen nicht ignorieren. Das zweiköpfige Wolfsjunge, das ich tot im Wald gefunden habe. Oder die seltsamen Geräusche bei Nacht, die niemand identifizieren kann. Und der Mord. Der erste in unserer neuen Stadt. Zwei Wandergesellen wurden nach dem Einsturz einer Seitenpassage vermisst. Doch zwei Tage später tauchte einer wieder auf, wild fantasierend und vom Blut seines Begleiters besudelt. Gewalt ist uns nicht fremd, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir eine verbotene, unsichtbare Schwelle überschritten haben. Okay. Eine Schwelle habe ich gehört. Ganz kurz, bis gleich. Okay, es geht weiter. Muss nur ganz kurz gucken, ob die Öffnung auch funktioniert hat. Also ob die Öffnung auch gerade läuft. Wie komme ich jetzt raus? Ganz normal muss ich den Weg einfach zurück. Hey. Schade. Also etwas blöd, aber egal. Wird schon. Dich kennen wir auch noch. Warte mal. Ist hier nicht so ein Punkt? Ja. Genau dahin. Schnell reisen. Ja. Oh gut. Das ist doch. Da hat also im letzten im Tomb Raider hatten wir das ist Schnellreisen noch null benutzt. 0,000, gar nicht. Und halt, weil wir das Ganze mal durchgespielt haben. Ja. Okay, es dauert ganz schön lange, aber es hat ja immer schon. Ich habe Rise of the Tomb Raider öfters, also vor längerer Zeit nicht mehr gespielt. Also, seitdem der letzte Part rauskam, habe ich nicht mehr gespielt. Und seitdem sieht das so aus. Also, halt, seitdem muss alles neu laden gerade. Shaolin. Wie dauert es so lange? Ich glaube, langsam geht's. Sonst kurz der Cut. Okay. Oh. So, wo war das Tier, wo jetzt da hinten? Da hinten. Irgendwas Neues zu tun? Nein. Wir müssen einfach nur da hinten hin. Okay, gut. Dann gehen wir da durch. Weil hier waren wir nur ganz, ganz kurz letztes Mal. Aber ja. Ja, ein bisschen auch umgucken. So. Ah, hier. Was zu lesen? Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen. Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Hey, nicht schnelle Leute, würde ich mal sagen. Ist hier noch irgendwer? Okay, ja, du kannst loslassen. Lass los. Oder so. F?
Ach Mann. Ich habe gerade die Taste vergessen, wie man loslässt. Okay. So. Da oben hin. Also so. So. Okay, das noch weiter. Zack. Ich bin gerade etwas überrascht, was hier alles. Also. Ich frag mich gerade, wie ich. Also, ich muss jetzt da durch. Oh, verdammt. Aber die Nord kann man danach ganz kurz erkunden. Okay. Oh, hier. Geld noch. Oder noch nicht mal Geld. Okay. Ich möchte doch mal hoch. Geht das? Ah, okay. Das ist noch offen. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Zack, offen. Ja, du musst es nicht gleich alles ganz kaputt machen. Ich sehe gerade nicht ganz, wie man da hinkommt. Aber egal. Wahrscheinlich muss man irgendwie. Ach, egal. So. Jetzt darüber. Der Lara schreit aber auch wirklich ganz schön herum. Käfige. Als wären sie Tiere. Okay. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Okay, sehr interessant. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Es wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben ihren Tribut. Hier also sind die Sowjets durchgekommen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen, also. Suchen wir diese Verzeichnisse und gehen zu den anderen. Alles klar, dann suchen wir mal. Irgendwas von den Flüchtigen? Vermutlich tot. Kommt, möchte nur zu hören. Sinn dabei ist nicht überzeugt. Halten wir einfach die Augen offen. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Verstanden. Die Leute hier sind aber auch sehr gehirnbeanlagt, sagen wir es so. Die haben sehr, sehr viel Gehirn, was sie hier machen. Weil gerade eben ernsthaft, weil jemand stirbt neben ihnen, ihnen fällt es nicht auf. Ist immer gut, ist zwar schön, dass es so ist, aber hätte ich ihnen auch ein ganz kleines bisschen mehr Gehirn geben sollen oder können. Ne, ich will mal ganz kurz gucken, was da drin ist. Da ist ja was. Von da.
Nein, was tust du da? Dafür macht man das ganze gruselige Geräusche mit dir. Okay, jetzt hier aufmachen. Diese Geräusche gerade. Aber hier ist doch gerade gar... Hier ist niemand mehr. Nara, chill mal. Die Musik macht mich irgendwie gerade voll paranoid. Licht geht noch. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Oh, hübsch. Wie laut muss die Musik gerade bitte? Die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Keine Ahnung, was sie hier gefunden haben. Aber scheinbar ist das hier. Scheinbar ist es hier ein Dungeon, schönerweise. Hatten wir länger nicht gerade. Okay. Aber es passt wirklich mega. Also, so. Ich bin gerade voll. Ich freue mich gerade, dass wir hier, also ich glaube nicht, dass das Gebiet ist, wo wir lang, also halt das ganz normale Gebiet. Wie sie einfach mal voll langsam läuft. Okay. Wir gehen beide Wege mal lang. Hier kann ich schon mal nicht lang. Oder haben wir ein Feuer? Nein. Scheinbar kann ich hier noch nicht lang. Aber ich klicke hier auf der anderen Seite. Haben wir es mal auf der anderen Seite. Okay, was blinkt denn da? Ich sehe, dass da was blinkt. Ach sowas. Okay, scheinbar kann ich hier noch nichts machen. Weil ich noch keine Feuerpfeile habe oder so. Ach man, schade. Oder habe ich Feuerpfeile? Ne, nur Giftpfeile. Noch keine Feuerpfeile. Ist wirklich schade, ich hätte hier gerne erkundet, aber dann halt beim nächsten Mal. Ich frage mich, was ich hier dann lernen würde. Aber spätestens am Ende des Let's Plays werde ich jeden, also spätestens, wenn ich mich hier dran nicht mehr erinnere, werde ich jeden Dungeon, so das wir gespielt haben. Ja, ich habe den Eingang schon gefunden. Leider konnte ich nicht reingehen, halt. Ich finde sie. So. Oh. Ganz schön knapp, aber Lara kann wirklich sehr, sehr gut springen. Hier ist nichts. Nee, bisher. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autsch.
Irgendwer sagen könnte, wo ich einen hellen weißen Stoff gewickeltes und Öl und so herbekomme, vielleicht. Weil ich sehe gerade nicht genau, wie ich das öffnen soll. Wo ist das denn? Ich probiere gerade ganz kurz jede Taste aus. Ich verstehe nicht. So, ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ich hab nichts, was brennt. Also, ich hab nichts zum Brennen. Ist das etwas blöd von mir gerade? Dass es mir nicht auffällt, was ich tun soll? Voll mit was auch immer. Oh fuck. Oh nein. Oh nein. kluge Idee. Spätestens im nächsten Part werde ich wissen, wo. Wie oder was auch immer, wie ich diesen hellen Stoff bekomme zum Anbrennen. Weil mir wird ja so. Tut mir leid, ich glaube, ich habe es auch vergessen. Wie denn angezündet werden? Weil die sagen auch nicht viel angezündet. Habe ich irgendwas verpasst vielleicht? Also irgendwas mit Anzünden verpasst? Gleich nicht aufmachen? Ja. Ich habe jetzt auf jeden Knopf gedrückt, auf alles. Aber ich habe nichts bekommen. Also. Hab nichts mitbekommen. Ich habe den nahegelegenen Eingang gefunden, aber ich weiß nicht, wo ich eine Sprengladung herbekomme. Aber ernsthaft mal, ich frag mich, bevor ich zugeschaut habe gerade. Wieder mal bei meinem wirklich krassen Können. Weil ich bekomme ja auch alles hin.
Aber ich bin gerade etwas zu blöd dafür. Kann ich vielleicht... Oh, schade. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich werde gucken, wie ich es hinbekomme, das Öl dazu bekommen. Also halt brennbares Material. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.